Die BBC teilte mit, dass das taiwanische Außenministerium die Verletzung seines Luftraums durch 19 chinesische Kampfflugzeuge bekannt gab. Taiwan aktivierte sofort seine Abwehrsysteme, um die Chinesen abzuschrecken. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich besorgt über den Bau neuer Raketensilos durch China geäußert. China erweitere rapide seine Kernwaffenbestände um weitere Gefechtsköpfe und um eine größere Anzahl an hochentwickelten Trägersystemen. Die radikal-islamischen Taliban würden sich nach den Angaben eines Sprechers über einen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Afghanistan freuen. Angela Merkel würde besonders herzlich aufgenommen werden, sagte der Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid. Mujahid bekräftigte die Bitte an die Bundesregierung, Afghanistan weiterhin finanziell zu unterstützen. Mit Blick auf die Lage in China sehen Menschenrechtsorganisationen daher auch eine Verantwortung bei der globalen Textilindustrie, womöglich sogar eine strafrechtliche. Deshalb hat das Berliner European Center for Constitutional and Human Rights eine Anzeige beim Generalbundesanwalt eingereicht. Sie betrifft 5 große deutsche Konzerne, darunter den Discounter Lidl, und richtet sich gegen verantwortliche Mitarbeiter. Ein leitender Mitarbeiter von Gazprom teilte mit, dass der Verbrauch von Flügen zwischen Russland und China entweder in Rubel oder Yuan bezahlt werden. Auch die chinesische Volksbank und die indonesische Bank werden ihre Geschäfte nur noch in nationaler Währung abwickeln. Bessere Verteilung, mehr Produktion vor Ort. Bis Ende 2021 wollen die G20 Gesundheitsminister 2/5 der Weltbevölkerung gegen Corona impfen. Nach einer neuerlichen Welle von Cyberangriffen auf deutsche Politiker hat sich die deutsche Regierung in scharfem Ton gegen russische Beeinflussungsversuche vor der Bundestagswahl verwahrt. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Berlin forderte gestern eine sofortige Einstellung der Cyberkampagnen und drohte der russischen Regierung mit Konsequenzen, sollte sie der Forderung nicht nachkommen. US-Außenminister Antony Blinken ist am Montag in Katar eingetroffen, um Unterstützung bei der Evakuierung von Amerikanern und gefährdeten Afghanen zu suchen, die in Afghanistan zurückgelassen wurden.